Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Starbound. Ja, wie es aussieht, müssen wir ein bisschen renovieren. Oder Jo. haben renoviert. Ich weiß nicht, bist du noch dabei? Ich bin noch dabei, ja. Sag mal, halt für King Size, ne? Brauch auf jeden Fall so eine Tür. Ich komme gerade so noch nach oben. Okay, da muss noch einer. So, hast du es wieder da? Ah. Ups. Mist, das hat nicht die gleiche Höhe. Das ist ein bisschen blöd. Das macht das Ganze ein bisschen schäbig. Das geht ja nicht, ne? Nö. Wir wollen jetzt ja nicht in so einem schäbigen, verranzten Haus leben, ne? Ja, das Problem ist, ich habe hier tatsächlich ein Problem. Muss mal eben Zeug umpacken. Ach, Mano. Hier auch einfach so. Alter, mein ganzer Bildschirm ist voll mit Items. Ich sehe nichts mehr. Der ganze Bildschirm war echt voll. Der war zugeschissen mit Items. Oh Mann. So, jetzt ist aber alles wieder weg. So, ich muss. Hey, unser Haustier. Oh, das hier wieder reingehüpft. Hier was hin, Boss. Pass lieber auf. Ach, die Raffinerie kann Erze in Pixel umwandeln. Das ist ja doof. Das Hier, bringt guck uns mal. jetzt ja gar nichts. Shit. Warte mal. Hier, guck mal, ich springe jetzt von hier oben runter. Ja. Wie cool. Ich kann keinen Stoßschaden mehr kriegen, weil das Ding mich abfedert. Aber das kostet Ausdauer, ne? Ja. Aber ist hammer geil. Ist cool, dass man das machen kann. Ist das ja rein theoretisch auch begrenzt, wie hoch du runterfallen kannst? Naja, wenn ich unten. Wenn ich merke, dass ich. Oh, bam. Na, ich hätte jetzt gedacht, wenn du ganz schnell runterfällst, dass du dann halt hier trotzdem Schaden bekommst, weil die Blase dann nicht ausreicht oder so. Das kann natürlich sein.
ich sehe irgendwie auch keine Begrenzung. So. Jetzt wird schon wieder dunkel. Alter, ich versuche hier echt Kunststück zu bauen. Mein Inventar ist voll mit Zeug. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, dass man hier diese... dass man das so macht. So, da haben wir hier nämlich ein gerades Haus und nicht so ein schäbiges Allerweltsteil. So, die Betten kannst du abbauen. Hallo? Was meinst du? Du sollst die Betten abbauen. Betten abbauen? Ja. Sieht besser aus. Wobei, doch, das kann man so lassen. Also, du hast dir ein Hähnchen von oben geholt. Hey, warte mal, so. Zack, zack. Oh. Du sagst gar nichts mehr. Ja, ich guck gerade hier, wie man den bösen Boss da besiegen kann, aber es ist so, wie wir gedacht haben. Müssen wir halt überleben. Die haben irgendwie alle schon viel mehr Sachen als wir. Wenn man sich das mal so anguckt. Da schon wieder so ein fliegender Käfer oder was das ist. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut so. Da will ich das aber auch weg haben hier. Dann machen wir uns ein richtiges Schloss hier, mehr oder weniger. So, gibt es hier irgendwie Decken oder so? Ich könnte doch mal irgendwas machen.
So eine Bricks konnte ich mir doch machen. Wo sind die? Ach, die sind, glaube ich, oben. Ich muss ja erstmal aus dem Haus rausspringen, damit ich mich hoch teleportieren kann. Ja. So, was brauche ich dafür? Das ist schon wieder. Mist. Ich hätte mich nicht hoch teleportieren müssen. Dürfen. Das ist kein Schutzschild, also es schützt nicht vor Gegnern. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein, ne? Ja. Das stimmt allerdings, aber das. Aber ich kann den Berg richtig runter dashen. Und jump! Ich krieg trotzdem Schaden, weil ich einfach nur durchlauf. Ich glaube, die Kisten packen wir tatsächlich hier unten hin. Du immer mit deinem scheiß Ding. Das kannst du mal woanders hinpacken. Ja, einfach nirgendwo genug Platz dafür. Ich brauche mal Platz im Inventar, deswegen habe ich das mal eben dahin gebracht. So, meine Truppe brauche ich auf jeden Fall für Essen. Kommt hier oben hin, da ist eine Küche. So. Ich kann endlich meine vogelartigen Viecher braten. So, wo ist die Kiste, die ich hatte? Ah, da. Brot. Es fehlt irgendwie noch so eine Sortierfunktion, ne? Funktion, ja. Vom Inventar meinst du? Mhm. Wollen wir einen Server haben? Habe ich bei den Robotern da weggenommen. Ein Server? Ja, Server Cabinet. Cool. Denk dran, wenn du runtergehst oder so irgendwo hin, ne? Nimm dir immer ein bisschen was zu essen mit, nur für den Fall. Was zu essen? Wieso? Ja, falls man doch Hunger kriegt. Man weiß ja nie. Reichen 65 Steaks? Ich habe doch noch was runter in die Kiste gepackt. Okay. Yeah. So. Da packe ich mal die Seeds rein.
Und... Oh, das geht auch nächste Woche. Oder nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.